Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subnautica Below Zero. Und ihr seht, ich habe schon den Konstruktionsvogel hier in der Hand. Ich habe noch gar nichts gemacht. Also ich habe weder mich irgendwie versorgt, sondern ich habe einfach nur bin rausgegangen, habe gerendert und so. Vital signs stabilizing. Ja. Bett bauen, dafür brauche ich dieses Fasergewebezeug. Ja, einen noch. So. Fläschchen hier. Eine. So, jetzt lass doch mal los. Ist ja alles schön und gut, aber... Fasergewebe mache ich doch eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, mit diesen... Ja, ich weiß, womit ich das... Wo sind die Pflanzen? Da, das kann ich ja auch direkt schon hier abschneiden, ne? Fasergewebe. Dann mache ich ein Bett, dann kann ich die Nächte überschlafen. Das ist nämlich, glaube ich, ganz prima. So. Jetzt kann ich... Na, ja, ich war raus. Das ausmachen brauche ich eigentlich nicht. Da haben wir es mal hin. So. Komm her. Komm her. Wo bist du hin? So, jetzt haben wir dann zwei Flaschen. Das ist ganz gut. So. Einmal. Zweimal. Gut. Fasergewebe. Da. Brauche ich da zwei Stück von? Da war das gerade richtig, dass ich zwei genommen habe, ne? Tatsächlich. So. Und Titan. Was haben wir hier noch drin? Dann nehmen wir so einen Titan gleich. Weil das muss ja hier eigentlich auch nicht rumliegen. Gucken, ob ich da bei mir noch drüben was ablagern kann. So. Und dann mache ich ein Bett. Weil im Dunkeln ist ja immer blöd. Welcome aboard, Captain. So, jetzt müsste das schon gehen hier. Da. Einfach hier in die Mitte erstmal, ne? Ah, falsch geklickt. Ah, das war einfach. Das ist wahrscheinlich teurer, ne? Brauche ich ja nicht. Das ist schöner, was? Freds Bett? Jeremias Bett. Das ist schicker, oder? Nehmen wir Jeremias Bett. So. Jetzt kann ich nämlich hier die Nächte überschlafen. Das wird auch später wieder abgebaut. So, ich müsste noch was trinken. Noch ein? Ah, noch nicht ganz. Gut. Was wollte ich dann machen? Das wollte ich machen. Was wollte ich denn noch? Da war noch was. Ich habe das schon wieder vergessen. Das ist blöd. Ich wollte was machen. Batterie habe ich eine dabei. Die haben wir gemacht. Ach ja, ich habe gedacht, das ist ein... Ach, jetzt weiß ich wieder. Es gibt aber, glaube ich, auch noch bessere... Sauerstoffflaschen. Ich wollte eine zweite Sauerstoffflasche machen und dann nochmal gucken, ob man da vielleicht besser tauchen kann, damit wir den Krebs kriegen. Mal eben kurz überlegen. Wenn ich schon dabei bin, nehme ich dich doch mit. Was brauche ich denn für die Sauerstoffflasche? Lass doch mal gucken. Also ich habe ja eine gute, ne? Das ist die mit hoher Kapazität. Da gibt es noch bessere. Da gibt es noch deutlich bessere. Und ich muss erstmal eine einfache bauen dafür. Hier, Standardflasche. Die brauche ich. Die kostet auch Fasergewebe. Und zweimal. Ist ja kein Problem. Und das? Zweimal Glas. Titan mal 4 und ein Silber. Ist ja nicht so wild. Na, gucken wir mal, was wir da noch machen. Also erstmal nochmal Fasergewebe machen. Dann mache ich davon zwei Stück. Die nehmen eine Menge Platz weg. Aber vielleicht kann ich dann noch den Krebs fertig machen. Dann gehe ich mit dem Krebs da rein. Dann sieht die Welt, glaube ich, auch schon anders aus. Wenn ich so tief damit kann, das ist noch wieder eine andere Sache, ne? So. War das emailliertes Glas, was ich dafür brauche? Muss ich mal gucken. So, erstmal Fasergewebe bauen.
Ja. Und, gucken. Hier. Und zwei Titan. Die habe ich jetzt hier nicht dabei. Die habe ich da schön rausgepackt. Aber wir haben ja hier noch was. So. Standard-Tauchflasche. Die kann ich bauen. Oh, das brauche ich auch. Immer noch mehr holen davon. Ist ja kein Problem. So, und für die brauchen wir jetzt noch zweimal Glas, vier Titan, ein Silber. Was haben wir hier? Hier ist Silber. So, zwei Glas. Zwei Glas bedeutet vier. Na, die muss ich jetzt eben holen gehen. Das nützt ja nichts. Müsste aber eigentlich hier in der Nähe zu finden sein. Oder habe ich das nebenan in den Schränken? Ich drehe mal eine Runde hier. Weg. Ah, da. Oh, der verarscht mich. So, hier, Quarz brauchen wir. Lass doch mal die Fische in Ruhe. Blei ist immer gut. Da, einmal. Auftauchen. Obwohl, haben wir noch Zeit, ne? So, da ist noch einer. Zwei. Da ist noch so eine. Überall liegen die rum hier. Hm. Quarz, Quarz, Quarz. Oh. Drei. Vier. Jetzt haben wir es. Gut, dann hole ich noch. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ja. Ich will noch ein paar von den, na, einmal hat mir das nämlich schon den Hintern gekostet. Kann ich vier Stück mitnehmen? Joa, Inventar voll. Ne, drei, ne? Drei. Jetzt gehen immer noch nicht vier. Egal. Ist ja in der Nähe. Ja, so schnell ist man weit genug weg von zu Hause. Oh, der Hagel. Die leeren Batterien packe ich am besten erstmal da in den Schrank. Habe ich hier eine volle noch drin? Nee. Na, die brauche ich ja hier nicht mittragen. So. Immer diese Wassermacherei. Aber das hört auf, sobald ich mal so einen Entsalzer habe. Es gibt noch andere Wege, da Wasser zu machen, aber da braucht man noch ein paar andere Dinge für. So. Was haben wir jetzt? Die haben wir schon mal. Brauche ich den noch? Nee. Dann wollten wir jetzt erstmal hier, damit wir Platz haben im Inventar. Das ist hier, ne? Ach ja, Fasergewebe. Kann ich nur einen machen, ja, stimmt. Und dann kann ich da den machen. Da muss ich noch ein paar mehr von haben. Gut. So, wo waren wir eigentlich? Was wollte ich eigentlich machen? Hab schon wieder vergessen. Kann ich denn? Da brauche ich zwei für. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich machen wollte. So blöd bin ich glatt. Kommt vor! Drei Stück, zwei reichen hier. Ey, was wollte ich denn jetzt machen? Total ein Blackout. Ach ja, die Sauerstoffflasche. Jetzt habe ich es wieder. Ja, Alzheimer ist besser als Parkinson. Ne? Man kann lieber vergessen, den Bierdeckel zu bezahlen, als die Hälfte verschütteln. Ist doch so. So. Was war da noch für nötig? Ach ja, das Glas. Genau. Zweimal Glas, ne? Genau.
Genau, was noch? Nee, hier war das. Ausrüstung. Ah, geht schon. Habe ich jetzt alles dabei. Mach mal. Da, so sieht die schon aus. Es gibt einen, die sieht dann tatsächlich so aus. Also auch hier. Aber die haben wir nicht. Jetzt haben wir da eine Tauchflasche mit hoher Kapazität. Zack. Und jetzt machen wir die voll. Fupp. Dann kann ich nämlich, auch wenn sie 6 Fächer braucht, kann ich die nämlich austauschen. Die bringt aber keine 100. Das können wir jetzt mal eben ausprobieren. Weil ich habe ja die kleine damit, glaube ich, auch drin. Aber ich gucke mal eben nach. Ja, lassen wir nochmal eine hier. So. Wenn ich jetzt... Ah, jetzt wird schon dunkel. Dann können wir gleich mal das Bett ausprobieren. Komm mal her. Oh, lass dich doch mal fangen. So, 123. Ich tauche jetzt mal so lange, bis das ziemlich runter ist. Jetzt sind die wieder langsam. Ja, die erholen sich hier, die Bestände. Das ist ja ganz prima. Oh, wird düsterkes und düsterkes. Ich muss das ja schließlich wissen. Das machen wir jetzt natürlich absichtlich nicht. Dann dauert das alles nur noch länger. Können wir die Zeit ja nutzen, noch so ein bisschen hier von den Blasenfischen einsammeln. Die sind ja nachts ganz leicht zu fangen. Na, wie tief bin ich? 80, ja. 66 Sekunden. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, ja. Dann geht das schneller hier mit der Sauerstoff runter. 50. Ich warte jetzt natürlich nicht, bis ich verrecke. Ich warte so, bis ich 30 Sekunden habe. 39, 36. Das sind ja nicht wirklich Sekunden. Jetzt tausche ich aus bei 30. Hopp. Wie viel haben wir jetzt? 120 hat er dann wieder. Das heißt also, 90 gibt er dazu, ne? Ja, ich spare die Batterie. Ich gehe so hoch. Das reicht ja auf jeden Fall. Also 90 Sekunden oder 90 irgendwie Einheiten gibt es dazu. Vielleicht kann ich so da jetzt dann ein bisschen tiefer rein. Dann gehen wir da jetzt hin, ne? Würde ich sagen. So, auffüllen. Tauschen. Auffüllen. Muss ich auch darauf achten, dass ich die immer beide auffülle, wenn ich dann zurück in die... in die Seebahn gehe. So, was ich jetzt mache, wo ist mein Zuhause? Da. Weit. In den Tag schlafen und dann hauen wir direkt ab, würde ich sagen. Ja. Hä? Das Fahrgeräusch war plötzlich weg. Naja. Welcome aboard, Captain. Schlafen. Schwupps. Das kann ich auch in der Seebahn machen, wenn ich das Schlafabteil fertig habe. Ach, hey, jetzt kommt das. Das ist ganz interessant. I was dreaming. The brain processes in mysterious ways when we sleep. Does it serve a purpose? It was such disorienting and fragmented thought. Random images and sensations. No one is completely sure what it does. There are theories, but every human dreams. Many other mammals, too. Is it enjoyable? It can be. We can experience impossible joy, and also impossible terror in our dreams. Sometimes I can fly. Sometimes I call out to Sam and can't reach her. Sometimes I'm in my underwear, defending my doctoral thesis. It's a mixed bag. Your biofeedback indicates that flying is the most enjoyable dream. I therefore hope you have many more of those. Mainly for my own safety.
Ja. Manchmal sind die Gespräche ganz nett. Da werden so ein paar Dinge erklärt. Finde ich auch ganz schön. Und ich hatte Zeit, das hier eben zu machen. Ist jetzt ein bisschen viel Wasser hier, aber ich glaube, das ist ganz gut. Wir machen es jetzt auch direkt auf dem Weg, sobald ich hier fertig bin. Ich packe nur das Wasser. Nehme ich das mit? Boah, nee. Das muss ich nicht alles mit. Da habe ich den ganzen Fracht da voll. Ich habe ja einiges an Wasser dabei. So. Hier haben wir Versorgung. Da haue ich das jetzt rüber. Da hätte ich eigentlich auch. Naja. Die zwei, drei, die nehme ich mal mit. Die beiden nehme ich mit. Dann lasse ich auch hier. Das brauche ich ja hier nicht rein. Ist hier noch Platz? Dann packe ich das hier rein. So. Gut. Haue ich direkt ab. Ich habe jetzt die zweite Flasche und jetzt versuche ich damit dann noch ein bisschen weiterzukommen. Auf dass ich nicht wieder verrecke da. Weil das ist schon schwierig, wenn man nicht die große Flasche hat. Okay. So, jetzt muss ich zu der Boje, die ich da gesetzt habe. Eingang, Schnickschnack. Verlorene Signalboje da. War das nicht da? Verlorene Signalboje. Ich hatte doch auch so eine Eingangsboje gesetzt. Habe ich die ausgeschaltet? Hier, Mineneingang. Orange. Hä, ist das woanders? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Die verlorene Signalboje, war das nicht da? Das ist die. Wo ist die blöde Boje mit dem Mineneingang? War doch Richtung Süden, ne? Da. Okay. Ist die verlorene ganz woanders. Okay. Was ist das? Verlorene Signalboje. Ach so. Ja, okay. Wie auch immer. Jetzt sind wir endlich auf dem Weg. Dann bin ich mal gespannt. Weil das ist ziemlich kitzlig, das geht sehr weit. Wir sind auch natürlich gezwungen, die Blumen zu benutzen. Und die zweite Flasche, die nehme ich dann wirklich erst im absoluten Notfall. Aber das will ich noch eben einsammeln hier. Bei der Tiefe ist das natürlich nur Standard. Aber sonst halte ich hier noch öfter hin. Ich muss das hier auseinanderhalten können. So. Und direkt weiter. Müssen wir hier wieder durch. Hier runter, glaube ich, ist das, oder? Und ein Stück weiter. Ach Mann! Lass mich in Ruhe. Ist das der große? Nee, ne? Hier geht's, glaube ich, runter. Nö. Mineneingang 100. Hä, so weit noch? Also komme ich jetzt nicht. Rückwärts raus. Ich habe mich hier so ein bisschen... Ah ja, da habe ich mich festgebackst. Ah, dann fahren wir noch ein bisschen weiter. Jetzt finde ich das auch nicht mehr wieder. Doch. Hier, ne? Dann haben wir 65%. Ich muss reparieren. Ist das hier oder andere Seite? Ne, andere Seite, ne? Ah ja, da unten. Alles klar. Jetzt muss ich erstmal reparieren. Hier bleibe ich stehen, hier leuchte ich auch rein. Mache ich mir so ein bisschen den Diener, dass ich leichter da rankomme. Dann geht ein
So. Hä? Ich hab jetzt so, hab mich umgedreht und war wieder da. Das war jetzt aber komisch. Oh. Der ist voll. Hätte ich ja vielleicht mal zu Hause ausleeren können, aber ist egal jetzt. So, den trinke ich? Nein, trinke ich. Das geht hier. Trinken. So, was ist hier? Der ist noch recht gut voll. Der ist natürlich ganz voll. Scanner muss voll sein. Das brauche ich hier da eigentlich gar nicht. Da hat jemand geschrieben, habe ich heute gelesen, in der Folge, die heute gekommen ist, dass jemand da drin die Idee hatte, da eine kleine Basis aufzubauen. Ja, das könnte man natürlich auch machen. Allerdings kann man nicht mit dem Solarpanel arbeiten. Müsste man irgendwie so ein Wärmekraftwerk oder was haben, damit man da dann Sauerstoff tanken kann. Ja, das ist natürlich auch eine Idee, ne? Klar. So, wollen wir dann... Oh, das ist echt... Boah. Warning. Passing 100 meters. Ja, ja, klar. Oxygen efficiency decreased. Efficiency. Runter. Jetzt werden wir schön wieder abkacken hier. Es geht jetzt in erster Linie darum, die letzten... Warning. Passing 200 ja. meters. Die letzten Fragmente von dem Krebs noch zu kriegen. Gucken, ob wir da noch irgendwas von sehen. Da liegt noch was. Oh, der will nicht. Hier ist nichts mehr. Ne, da ist noch was. Liegt da auch nur so drin rum. Scheiße. Na, da brauchen wir den Schneidbrenner für. Da ist noch was. Was haben wir denn da gekriegt? Hatten wir schon. Na toll. Oh, da könnte noch Glück haben. Ja. Nein? Wieso nicht? Bohrerarm, ja, sehr wertvoll. Aber ich habe ja den Krebs noch nicht. Oh, 36. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Jetzt wird's haarig. Wenn ich jetzt hier keine Blume finde, bin ich im Eimer. Oxygen. Ich muss das machen. Jetzt haben wir das nämlich gefunden hier. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schaffe, zurückzukommen. Worauf ich... Ah, so ein Scheiß, ey. Das ist hier echt nicht zu schaffen. Da ist wirklich nicht viel drin, ne? Keine Blume? Oh, nee. Das ist so ätzend. Das muss ich geschickter anstellen. Ist das wirklich nicht zu schaffen mit den kleinen Flaschen? Muss ich wirklich warten, bis ich die besseren habe? Na, was habe ich denn verloren? Ich habe auch nicht gesehen, was der mir da erzählt hat. Würde ich gerne. Ich will das nochmal versuchen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so oft gestorben bin dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt als hast du gefunden gilt oder... Und welches war das überhaupt? War doch in die Richtung. In die nicht, ne? Oder war das das? Nee, ne? Habe ich auch nicht drauf geachtet. So, ich muss jetzt aber, das ist ganz wichtig... Ach... Nee, ne? Habt ihr das gemerkt? Deswegen bin ich draufgegangen. Ah, das war ja blöd. Ich versuch's nochmal. Ja, man ist da nervös. Boah, ist das ätzend. Aber ich glaube, das, was ich gescannt habe, habe ich, ne? Warning. Passing 200 meters. Ist die schon wieder da? Die Blume, die hier war? Hier war da irgendwo eine, ne? Da. Ja, die ist schon wieder da. Das geht relativ flott.
Zack. Dann hier weiter. Hier hatten wir das nicht. Da ist eine Blume, die nehmen wir jetzt auch mit. Die kriege ich ja noch hier ganz rein. Wupp. Da war der Arm. Gehen wir direkt jetzt hier weiter. Ach so, hier ist so eine Boje. Wie heißt die denn? Signalboje. Oh, ist das noch nicht mal was. Hier war eine Blume, die ist schon wieder da. Das habe ich gescannt, ne? Ja, dann haben wir das hier fertig. Was gibt's denn hier noch? Ja, nur ein bisschen Diamant. Aber dafür bringen wir es hier. Das ist der? Ne, das ist ein anderer. Gut. Rubin hatte ich noch keinen, ne? Wo geht's raus? Da. Den können wir nicht aufsammeln. Jetzt wird's eklig. Ich glaube, ich sollte umdrehen. Hier ist nämlich nichts mehr. Ist hier eine Blume? Nee, ne? Warning. Oh, 30 Mann. Seconds of oxygen remaining. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Und das sind nicht einmal 30 Sekunden. Ist da jetzt eine heile Blume? Oxygen. Ja, schaffe ich die noch? Ich will die Sauerstoffflasche noch nicht benutzen. Jawohl. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Gibt's hier noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Hier müsste man Oxygen. Genauer gucken. Ja, jetzt muss ich die nehmen. Oxygen. Nein! Da, das war jetzt knapp. Was habe ich denn? 84, ja? Ja, so hätte das vorhin auch klappen können, wenn ich das nicht aus Versehen... Das war ja jetzt wieder passiert. Da hätte richtig rüberbrickeln können. Jetzt überlebe ich das aber doch, ne? Hier so mit dem Nicken, damit ich schneller rein kann, wenn es eng ist. So. Damit ich das nicht verliere. Das ist so ein Kreaturen-Item, habe ich mal mitgenommen, weil ich denke mal, wenn er da unten ist, das findet man nicht so oft. Ja, jetzt ist der Schrank schon voll. Was ist hier? Da haben wir noch ein bisschen Platz. Habe ich eine Batterie da? Ich habe keine Batterie dabei. Gefährlich, gefährlich. Wenn der mir nämlich leer geht. Ach so, und dann muss ich... Das ist auch ganz wichtig, damit die auf voll wird. Wenn du mit einer leeren darunter tauchst, hast du ja schon gleich verloren, ne? So. Nein. Davon mal einen nehmen. Da könnte ich noch einen von gebrauchen, ne? Gib mir mal noch einen mit. Ja. Soll ich da nochmal runter? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber ich habe den Krebs noch nicht, ne? Darum ging es mir ja. Da. Der Bohrerarm. Boah. Da muss noch irgendwo so ein Krebsding sein. Fehlt denn noch? Da war doch noch irgendwas. Das müsste jetzt irgendwas sein, was gleich aufleuchtet. Hier ist nichts mehr. Wo denn? Laserschneider 1 von 3, den brauche ich auch. Tja. Naja. Okay, machen wir es nochmal. Wo ist der letzte Krebs? Ich kann ja erstmal hier oben mal gucken. Aber wohl hier oben ist nichts, ne? Nee, unten. Vielleicht ist das ja gar nicht so weit, dass ich hier in der Nähe erstmal gucke, hier in der ersten Unteretage. Ja, ich weiß, 200 Meter. 200 Meter. Oxygen efficiency greatly decreased. Thank you.
Oh, Wärmekraftwerk-Dings, das scanne ich jetzt aber mal eben. Man könnte dann hier tatsächlich so was wie eine Basis bauen, ne? Eine kleine. Nur so zum Luftholen. Ist denn hier nichts Krebsmäßiges, was ich scannen kann? Ich guck noch mal ein bisschen genauer hier. Vielleicht liegt ja hier doch noch irgendwas rum. Aber, nee, das war das Einzige. Hm. Habe ich das schon wieder gesagt? Einzigste? So, kurz hier gucken. Ach, guck an. Nee. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja. Ach, die Blume ist jetzt... Ach, du liebe Güte. Oxygen. Muss ich das glatt schon wieder machen? Echt übel hier. Da, ja, jetzt. Hätte ich das geschafft bis hier zu der Blume? Vielleicht. Boah. Ich meine auch, dass ich das gemacht hätte sonst mit größeren Sauerstoffflaschen und dann aber auch zwei. Dieser Lärm hier. Oh, ich komme einfach nicht weiter irgendwie, ne? Das hat alles nichts gebracht. So, nicht vergessen. Wichtig, die immer auf. So. Dann lass dich mal hier. Oh, lass dich mal hier rein. So, du, du und du. Den kann ich jetzt essen. Nochmal. Ja, einmal noch. Aber wenn das nichts bringt, dann muss ich mir da echt eine andere Strategie einfallen lassen. Moment warten, damit die Blumen auch wieder aufgestanden sind, ne? So, gucken, hier geht jetzt auch bald die Batterie leer. Das muss ich ein bisschen im Auge behalten. Ach, da ist auch noch ein. Das merke ich mir mal. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Wo ist die Blume? Die ist hier eine Stufe tiefer. Da ist die. Versuch mir das so ein bisschen zu merken, dass ich zielstrebiger dahin kann. So, Laserschneider und Krebsteile. Dafür brauche ich den Laserschneider schon. Ich würde sagen, einmal noch mit dem Affenzahn durch. Hier war ja nichts zu finden. Man muss ja immer so beeilen dabei, ne? Hier nochmal rum, das ist so übel. Ach, da ist das... der ist ja 900 Meter, das kann ja nicht sein. So, was ist denn hier noch? Naja, auf jeden Fall ist hier schon mal eine Blume. Ah, ich hab's! Wenn mir das jetzt noch gelingt, zu holen... Oh, wie jetzt? Wie jetzt? Oh nein, ey. Ich dachte, das könnte ich scannen. Das ist so gemein. Ah, zurück. Schaffe ich das? Blume? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Blume? Ja, die ist schon wieder da. Schwupp. Weiter. Habe ich den schon gescannt? Nee. Haha. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Weiter. Ich kann jetzt nicht gucken, ob ich den vollständig habe. Könnte fast sein. Nee, 2 von 3. Oxygen. Oh, wow. Wow, 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 wow. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Blume gibt ja nicht so viel, aber ich schaffe das offenbar. Oh ne, 12. Oxygen.
wollte gerade sagen, ich schaffe das offenbar, ohne die andere Flasche zu benutzen, aber nee. Aber ihr seht mal, wenn man jetzt sich wirklich nur von Blume zu Blume bewegt, da kommt man nicht weit mit, ne? Das gibt so wenig, das sind nur 30 und das sind ja keine wirklichen Sekunden. Hier ist nichts, ne? Liegt hier noch irgendwas rum? Muss das im Auge behalten. Ich habe ja die Blume auch schon benutzt. Aber ich will nur mal eben eine Runde drehen, ob hier vielleicht irgendwas... Na. Boah, ist das hart hier. Ich dachte, ich hätte jetzt den Krebs gekriegt, aber nein. Ist nicht. Oh, und die Batterie ist fast leer. Nichts hat's gebracht. Aber da hinten, wo wir waren, wo ich den letzten Krebs gefunden habe, den ich nicht scannen konnte, da kann man auch von woanders, von der anderen Seite aus hin. So, mal eben gucken. Wie viel habe ich denn jetzt davon? Von dem Laserschneider. Oh, mal gucken hier von oben. Wo sind die Werkzeuge denn? Da. Fehlt mir immer noch einer. Weiß nicht, wo ich den finden kann. Ja, wieder unverrichteter Dinge hier wegfahren. Schmeckt mir irgendwie nicht, aber ich krieg das nicht gebacken da. Ist das ätzend. So, ich weiß, was ich jetzt mache. Jetzt werde ich an Land gehen. Dann muss ich das eben so finden. Und dann gucken wir, dass wir da den großen Raum kriegen. Ich glaube, da ist auch noch so allerhand. Vielleicht auch der Rest vom Laserschneider. Wo geht's denn nach Hause? Da. 20% haben wir noch an Sprit. Ja. Shit. Ich dachte, ich könnte vielleicht Glück haben, kriege ich den Krebs hier vollständig. Dann könnten wir nämlich gemütlich da reinmarschieren. Obwohl, da runter, dann brauchen wir auch diesen Fangarm da, ne? Sonst... Ach, halt einen Rand. Ja, das kann alles noch ein bisschen dauern. Aber ich weiß nicht mehr, in welche Richtung muss ich eigentlich... Wenn ich da an Land will. Ich kann auch... Kann ich oben rum auch? Oder muss ich unten durch? Also es gibt ja, um da an Land zu kommen, da ist auch noch so eine Brücke, da spielt sich nachher auch viel noch ab in dem Spiel. Und da kann man, oder zumindest früher musste man unten rumtauchen. Ich glaube, jetzt kann man auch irgendwie oben laufen, aber das ist eisekalt. Da ist die Kälte dann das Problem, ne? Und dann sind ja auch diese komischen, pelzigen Viecher da noch. Aber das nehme ich dann erstmal als erstes vor. Dann schieben wir das nochmal auf. Vielleicht finden wir da ja auch noch irgendwas für eine größere Sauerstoffflasche oder den Laserschneider. Dann können wir da noch was aufmachen. Mal sehen. Aber ich weiß die Richtung nicht mehr. Da müssen wir ganz schön expeditionsmäßig durch die Gegend suchen. Ja. Das ist dann nun mal so, ne? Habe ich... Ich werde jetzt auch mal das Ding leer packen. Also das ist meine Hausaufgabe, auch wenn wir jetzt Tag haben. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Schränke leer räumen, weil wir so ein Material haben. Ich werde wohl hier nochmal einen Schrank hinbauen müssen. Das mache ich jetzt noch eben. Welcome aboard, Captain. Alles so viel Zeug. Hier ist nicht mehr viel drin. Gib mir mal... Ja, ein Schrank sollte da reichen, oder? So, ist hier, ne? Mach nochmal einen dahin. Schwupp. Ja, ne? Hä? Will das nicht benutzen. So. Dann kommt das Material da rein. Das mache ich dann jetzt. Und
dann überschlafe ich die Nacht wahrscheinlich. Und dann machen wir uns auf den Weg. Expeditionsmäßig, dass wir da mal weiterkommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, obwohl wir jetzt nicht so weit gekommen sind und ich wieder abgekratzt bin, dass wir da beim nächsten Mal dann weiterkommen. Vielleicht versuchen wir was anderes. Irgendwie wird das schon gehen. Ja, Like da lassen, kommentieren, immer fleißig. Bis dann, bye bye und tschüssi.